So, Freunde, angekommen am Stadion. Wir versuchen jetzt irgendwie reinzukommen. Hier vorne, das ist das Tor zur Hölle, die roten Bullen. Ja, ich bin super gespannt. Ich nehme euch gleich mit rein und dann würde ich sagen, bis gleich. So, Freunde, wir gehen jetzt hier einfach durch die Tiefgarage bei den roten Bullen. Da stellen sich alle VIPs an, aber die Red Bull Athleten, die kommen hier einfach so durch. Ja, cool. Sehr cool. Wir gehen jetzt rein ins Stadion. Ist hier irgendwie so eine Cola, die ich wegschieben könnte. Ja, Freunde, also das Spiel wird heute natürlich atemberaubend. Ich glaube, wir sind gut aufgestellt. Ich denke, dass das hier ein einseitiges Spiel sein wird. Wir sind ja auch hier gerade heim. Und ja, also ich denke mal, das wird ein 2-1 hier für die RB Leipzig-Jungs. Ich bin sehr, sehr zuversichtlich. Der Konrad, der sieht super aus heute. Und der Timo, der ist auch ausgeschlafen. Der macht das schon mit seinem unglaublichen Pace. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Es ist soweit, wir sind im Stadion angekommen. Wir sind, weiß nicht, 2 Stunden zu früh oder so. Hier ist das, ich bin das erste Mal drin, ich bin ein bisschen überwältigt. Ich kam gerade aus so einer Area, wo man halt so ein bisschen essen kann und so, was sehr, sehr schön aussieht. Ich frage gerade, ob man da auch ein bisschen filmen kann. Und hier baut sich das Ganze gerade auf. Hier kommt gerade der Ultrabock schon rein. Die haben eine Choreo heute vorbereitet. Weil da oben sieht man auch schon. Da ist Timo. Ich zeige euch das mal kurz. Boah, das sieht so geil aus. Hier fast ist das ganze Stadion so 47.000 Leute oder 44.000 Leute. Digga, das sieht so krass aus. Auch die Farben und so. Die haben mir gesagt, die mussten jetzt für die Champions League ein bisschen was abhängen und sowas, weil die Champions League irgendwie eigene Regeln hat. Aber das ist einfach crazy. Das ist ein sehr, 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 sehr geiles Stadion. Also muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin sehr gespannt auf die Choreo nachher. Und ihr könnt mir ja schon mal in die Kommentare... Ah, wobei, ich sag euch, ich tippe, das Ganze wird ein 2-1 für Leipzig und ich glaube, Timo wird heute knipsen und Konrad. Konrad wird vielleicht heute auch knipsen. Haaland wird auf jeden Fall, glaube ich, auch knipsen, der ist gut drauf. Kevin De Bruyne spielt heute nicht und ey, das sieht so geil aus für euch. Ich nehme euch dann mit. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Das wird der Wahnsinn. Wir sind jetzt im VIP-Bereich angekommen. Jetzt gibt es erstmal was zu essen. Unter anderem Kürbissuppe, Orangengin, geröstete Pumpernickel, keine Ahnung, was das alles ist. Ich glaube, ich werde das auf jeden Fall ausprobieren. Und da vorne sehe ich auch schon den Braten, Nudeln. Boah, da habe ich richtig Bock drauf. Hilfe! Die haben uns gerade eine komplette Stadiontür gezeigt mit VIP-Bereich, Family and Friends-Bereich, da werden wir auch sein. Und nachher noch ein kleines Special. Akanji wird uns noch sein Trigo geben. Da werden wir zum Tourbus gehen. Da habe ich auch sehr Bock. Ich kann nicht reden, sehr Bock drauf. So, Papa hat gekocht. Schmorbraten, Kartoffel. Veganes Hackfleischbällchen, Kürbissuppe und Nudeln. Mega. Hilfe. Ich bin saugespannt. Die Plätze sind ein bisschen hoch für meinen Geschmack, weil ich habe sehr doll Höhenangst. Aber ist okay. Als Red Bull Athlet gehe ich da heute durch. Guck ich das an? Ja. Aber es wird geil. Let's go. Wahnsinn. Gute Atmosphäre hier. Hier passen 47.000 Leute rein. Sehr gute Atmosphäre. Hilfe! Digga, das war hart. Hilfe! Mein Body. Anschluss. Boah, bin ich gespannt. Hilfe. Ja? Keiner in der Mitte. Lux. Oh. Kannst du natürlich nicht mit Bomben vergleichen. Ich habe gerade eben schon gesagt, hier das hier mal 2 mal 3 ungefähr ist nur der Ultrablock in Dortmund. Es ist schon sehr krass hier, aber das ist halt fast mal 3 in Dortmund. Jawohl. Ist das eine Attacke? Oh. Nein, erst zu kurz. Freistoßsituation, 16. Minute, Hilfe. Hilfe. Oh, oh. Könnte sogar schippern. Ist Quatsch. Komm, Conny. Nein. Nein. Oh, scheiße. Großer Fehler. Großer Fehler. Und ich hab's noch vorhin gesagt, 1-0 werden die City Jungs spielen. Und dann muss Leipzig durchkommen. Auswärtsblock freut sich. Ach, Scheiße. Oh, schlechtes Gefühl.
schlechtes Gefühl dabei. Sehr schlechtes Gefühl. Oh, Hilfe. Oh. Grealish. Oh. Ey, da muss eine übelste Ansprache her in der Halbzeit. Eine richtig tolle. Und Timo Abe muss auch ein bisschen laufen. Noch mehr laufen, noch mehr laufen, noch mehr laufen. Ohne Ball, mit Ball, genau da. Und rauf. Wie eine Katze. So, kurzes Resümee. Halbzeit ist Quatsch. Die Jungs geben kein Gas, die weiß ich nicht. Die müssen viel mehr pressen. Das erinnert mich sehr, das ist hier keine Champions League gerade. Das ist hier gar keine Champions League. Das ist auch gar kein Disrespect. Ich glaube, die sind alle aufgeregt, die haben alle ihre persönlichen BWs dort, aber von beiden Seiten. Von beiden Seiten ist keine Champions League gerade. Also ich muss sagen, die Fans, Leipzig-Fans, ich bin sehr, sehr, sehr überrascht. Also die Ultras, unglaublich krass. Die Ultras, richtig, richtig geil. Ich glaube, wenn da nochmal 10.000 draufhängen, also das ist schon sehr, sehr krass. An sich die Stimmung okay. Es fühlt sich nicht nach Champions League an, wo ich letztens im Dortmund-Stadion war. Das war sehr, 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 sehr crazy. Ich freue mich sehr, dass ich meine Mütze mal aufsetzen kann. Und ja, ansonsten, ich sag's euch ehrlich, ich hab Bock, dass die Jungs jetzt einfach mal hier Gas geben. Das muss es sein. Weil irgendwie fühlt sich das noch nicht nach Champions League an. So, zweite Halbzeit ist angestoßen. Ich bin immer noch sauer. Ich weiß nicht warum, aber ich bin irgendwie sauer. Ich komme hier halt als RBler, komme ich hierher und die Jungs liegen 1-0 zurück. Ich habe ja gesagt, 1-0 werden sie zurückliegen, aber 2-1 werden sie führen. Sieht noch nicht danach aus. Sieht noch nicht so ganz danach aus. Jawohl, jawohl. Weg mit dem Kopf. Ja. Oh, aber endlich meine Chance. Timo Abe darf auch nicht außen spielen. Der muss dort irgendwo in der Mitte nerven. Ja? Leute, die haben in der Halbzeit, glaube ich, weiß ich nicht, die haben 50 Liter Red Bull getrunken oder so. Die haben so eine Ansage bekommen. Die spielen komplett anderen Fußball. Das ist so geil und City ist richtig eingeschüchtert. Richtig, richtig toll. Oh nee. Und die Fans anscheinend auch. Die haben auch eine Ansage bekommen. Alle Fans machen jetzt plötzlich mit. Ich habe gerade eben noch darüber gesagt, so, oh, das zieht so nicht rüber, aber jetzt zieht's. Geil. Oh nein. Ja, boah, so stark. Ich sag noch, oh nein, und jetzt passiert's. Komm schon, Timo. Zeig deine Schnelligkeit. Zeig sie. Forsberg raus, Nkunku rein. Zeig's mir. Jetzt machen wir ein paar Meter nach. Und wir begrüßen ganz herzlich beim Spiel unseren Mann mit der Rücke Nummer 18, Christopher! Nkunku! Und an dieser Stelle haben wir noch eine Zuschauerzahl für euch. Wir bedanken uns heute bei 45.228 Fans. Ausverkauft. Das damit ausverkauft. Vielen Dank, dass ihr da seid. Jetzt die erste Chance in der anderen Halbzeit. Ach du Scheiße. Gut, dass er Linksfuß ist. Ich wusste es. Passiert nichts. Geile Stimmung. Wäre das ein Glück? Nein. 3-2-1 wäre so geil. Hilfe. Digga, ich kann es gar nicht glauben. 80. Minute, 81. Minute. Digga, das Spiel ist ein Spektakel in der zweiten Halbzeit geworden. Ist das geil. Erste Halbzeit habe ich gedacht, das war's. Gehe nie wieder hin. Aber jetzt ist es richtig geil. Nee, doch nicht. Hallo? Zurück? Weiß nicht. Los! Zeig's mir. Zu Timo Abe. Jetzt reinfangen. Einfach fangen. Fangen, fangen, fangen. Hand. Vielleicht mal Elfmeter? Nee, schade. Ey, aber ich muss sagen, Haaland, nicht gesehen heute. Nicht einmal. So, 90. ist schon angeklungen. 2 Minuten Nachspielzeit, Freunde. 1-1 bis jetzt. Mein Tipp ist noch nicht so ganz drin. 1-1 auch super Ergebnis, aber 2-1 natürlich. Oh, bitte, bitte. Ich kotze auf die Füße. Wahrscheinlich letzte Ecke. Ich weiß es noch nicht so ganz. Ich falle mit. Gündogan. Zumares. Nach außen. Ach du Scheiße. Hand. Oh, bitte keine Hand. Bitte keine Hand. Bitte keine Hand. Bitte keine Hand. Und schnell. Laufen. 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 Nein. Bitte. Ein letzter Angriff. Oh Mann. 1-1.
1-1 ist das Ergebnis. Okay, ist Champions League. Das ist Champions League. Du trittst hier gegen Man City an und du spielst 1-1, das ist schon krass. 2-1 wäre geil gewesen. Wieder heim. Aber ich bin mit der zweiten Halbzeit mehr als nur zufrieden. Digga, ist. Das ist schon okay. Aber alle haben sich ein bisschen mehr erhofft, glaube ich. Zweite Halbzeit war schon sehr, sehr krass. Ich nehme mich gleich mit. Guck dir den sexy Mann an. Hi, alles klar? Schön, dich zu sehen. Gleichfalls, gleichfalls. Ewig nicht gesehen. Ja, alles gut? Ja. Wie? Sag mal jetzt eine Sache, Bro. Ja. 47 mal 30. 1410. Du machst da sehr einen Klick im Kopf? Ja. Geil. Ey, weiß ich auswendig. Du hast Wahnsinn gespielt heute. Danke. Du hast echt Wahnsinn gespielt. Ja, zweite Halbzeit war nicht einfach, aber... Ja, zweite Halbzeit war aber... Die, ich muss auch sagen, die haben ja auch krass gepresst, Bro. Ja, sie haben es besser gemacht. Wir haben es nicht mehr so gut gemacht. Darum war es verdient und entschieden. Digga, bist du... Ich habe auch hohe Schuhe an. Wollte gerade sagen, bist du größer geworden. Wie spielt sich mit dem Scuff? Top. Ja, ich du hast nicht damit gespielt. Ich schwör's dir. Echt? Wenn ich nach Hause komme, ich habe ihn sogar hier. Wenn ich ins Hotel komme, schicke ich dir ein Bild. Ehrlich jetzt? Ich schwör's dir. Gestern Abend habe ich damit gezockt. Was hast du gesagt? Rebirth, neue Ashik Island. Ja. Hast du schon das Hotel? Kann ich endlich wieder Call of Duty zocken. Nein, die alte Map konnte ich nicht spielen. Geht nicht. Die alte Map ist Quatsch. Ich habe nur Multiplayer gespielt, ich habe Waffen auf Gold gespielt, alles und so weiter. Gold, Diamant. Hey Bro, ich sag dir ehrlich, du hast echt krass gespielt. Digga, das ist sehr sexy, ne? Ich muss schon sagen, das sieht schon echt fresh aus, Digga. Hilfe. Ohne so schlecht, oder? Ja. Ich hab keine Uhr, Digga. Und du hast da was vorbereitet? Ja. Ist das dein Spieltrikot? Genau, von der ersten Halbzeit. Für dich. Ehrlich jetzt? Für dich. Boah, Bro, Digga. Real Talk, das ist Liebe, Digga. Das ist Real Talk Liebe. Ich schwör's dir, ich hing da noch so, was kann ich Manu schenken? Und ich hing da so, Digga, was schenke ich ihm? Digga, Scuff hab ich dir schon gesehen, ich hab nicht mehr, Digga. Ich hab nur Scuff, Bro. Alles gut. Vielleicht komme ich wieder zurück irgendwann, brauche ich nochmal einen Scuff-Controller oder so. Immer, wann du willst, ich schwör's dir, ehrlich, immer, egal wann du willst. Ich seh kein Schwarz-Weiß, ich seh alles nur in Farben, nie mehr Hard Times. Ja, ich lerne aus meinem Versagen, sag die Wahrheit. Musste alles hier ertragen, nie mehr Hard Times, Hard Times.